is forever, ever, or to never mind. Oh, I. Schönen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Die Floyd Become Human, und zwar Folge 3, nachdem wir uns ja ein bisschen hinter den in den Extras verlaufen haben, was ich sehr schön fand. Ich finde immer sie schön, dass solange ich zu lange warte, dass sie mich begrüßt oder fragt, ob alles in Ordnung ist. Ich warte nur auf den Moment, bis sie mich irgendwann mal abends zudecken möchte. Von daher sage ich, bevor das passiert, gehen wir direkt rein, sind bei Kara, los geht's. November 2038, 16.53 Uhr, sind mit Kara unterwegs. Oh, abgebranntes Haus. Die Vororte von Detroit sehen nicht so aus. Wer auf mich? Ändere mit R1, genau, Folge tot. Kommst du? Ja, stress mich nicht. Das habe ich bei Mira mal gesehen und war total emotional ergriffen. Also wenn Mira, wenn du warst zwei Wochen weg und so sieht's hier aus. Du bist dran schuld, dass ich dieses Spiel jetzt schon mag. Du machst den Haushalt, die Wäsche, du kochst das Essen und kümmerst dich um... Und warum ich ihn schon nicht mag. Verdammt, wo zum Teufel ist das Gehör wieder hin? Alice! Alice! Oh, da bist du. Das ist Alice. Kümmer dich um sie. Hausaufgaben, Baden, der ganze Mist. Kapiert? Ja, Dort. Fange unten an, mach dann oben weiter. Dann räumen wir mal auf. Halte R2 gedrückt, um deine Umgebung zu scannen. Okay, das kennen wir schon von Connor. So, wir haben einiges zu tun, bevor wir hochgehen dürfen. So, ich würde sagen, wir fangen einfach hier vorne an und arbeiten uns durch. Bücher sind immer gut. Ah ne, ich wollte das Buch haben. Aua. Personale Aufgaben. Spüle das Geschirr, schalte den Staubsauger an. Oh, Telefon. Okay, hier steht, sammle Müll auf. Dringend. Optional, spüle das Geschirr, schalte den Staubsauger ein, überprüfe den Hinterhof. Das ja. Vielleicht. Je nachdem, was du brauchst. Spülmaschine funktioniert nicht. Ost. Oh, cool. Hat sich schon alles erledigt. Ja. Kann ich besorgen. Dann kommt's in die Spüle. Ja. Bring ich dir morgen. Gleicher Ort, also du weißt wo. Das ist wieder nicht so meins hier. Mit dem Controller, ach nee, zwischen so rumschütteln. Definitiv nicht meine Stärke. Fernseher an. Alice distanziert. Okay. So, einige. Kara! Ja, Todd? Bring mir ein kaltes Bier! Sofort! Oh Mann!
möchte nicht fernsehen. Noch mal hier den kleinen Saugroboter durch die Gegend laufen. Sehr geil. Alice, du hörst jetzt sofort damit auf! Ständig nervt sie. Nervendes Kind. Mir doch egal, ob du ein Problem mit ihr hast. Lass sie doch. Ich kann nicht mit ihr interagieren. Ah, schade. Komm, ich will erstmal den Hinterhof überprüfen. Man muss ja hier die Fluchtwege schon mal ein bisschen sondieren. Hänge die Wäsche ab. Was für Wäsche? Ach, da hinten. Einfach hinschmeißen. Oh, sie folgt uns. Wasche die Wäsche erneut, braucht ihr das? Gibt's hier noch irgendwas? Kann ich jetzt mit ihr reden? Hallo. Ist dir langweilig? Möchtest du was spielen? Okay, neu 3. Was ist das denn dahinter? Das ist ein Gabelstapler. Hast du heute keine Schule? No. Ey, schon nett. Na gut. So. Wasche die Wäsche erneut. Alles klar. Mir den Müll einlesen. Das haben wir gut gefunden. Ich würde sagen, Drogen. Ja, Red Eyes. Oh. Fass bloß mein Zeug nicht an. Das regt mich auf. Tut mir leid, Todd. Du hältst dich aus meinen Sachen raus, oder ich werde sehr wütend. Soll ich wütend werden? Nein, Todd. Oh, Kara. Geh weg! Husch! Und sie muss es auch noch mit ansehen. Welche haben wir gemacht? Jetzt kümmern wir uns um den Müll. Putze die Küche. Putze den Kaffeetisch. Erstmal die Küche. Damit die Kleine sich auch wohlfühlt. Tisch. Okay. Haben wir gut gemacht. Ich finde übrigens hier die Steuerung besser als in
Heavy Rain, aber gut, das ist auch lange her. Richtungen. Beyond Two Souls war es schon besser. Ich überlege, ob es dazwischen auch noch von Quantic Dreams eins war. Weiß ich nicht mehr. Dringende Aufgaben. Müll haben wir rausgebracht. Vierte Aufgabe leuchtet mir nicht ein. Irgendwas ist noch. Verdammt, Mann! Ah, jetzt erstattet dort Todd-Bericht. Androiden-Power. Okay, das kann man ein andermal lesen. Wichtig sind, dass wir die Bücher gefunden haben. Ja. Ich würde sagen, er hat sich gerade was gespritzt. Gut, er raucht irgendwas. Hier sieht es schon ganz gut aus. Ich gehe nach oben. Tu einfach deine Arbeit und hör auf, mich zu nerven. Putze oben. Okay, Räume. Tats Zimmer auf. Ich zwar nicht ein, aber. Putze oben. Ich versuche nur zu reden. Das ist aber hübsch. Wie heißt es? Warm. Komischer Name. Kann der sich mal ein Hobby suchen? Rechnung haben wir schon gesehen. Räume Todds Zimmer auf, Alice Zimmer und putze das Badezimmer. Dann würde ich sagen, ich fange mit dem Badezimmer an, wenn ich es denn finde. Das ist, ich glaube, das ist sein Zimmer. Ich fange im Bad an. Das ist hier. Sortiere, ne, bleib doch mal stehen. So, sortiere Flaschen, verstaue dreckige Kleidung. Okay. Dann haben wir hier. Die Kleidung. Wische den Boden. Ja. Jetzt. Hübsch. So. Einmal hier durchwischen. Dinge, die ich nicht kann. So, gut. So, jetzt machen wir ihr Zimmer. So, das Kinderzimmer von Alice. Oh. Macht das Bett, lüfte das Zimmer. Gut. So, irgendwas optional. Lüfte das Zimmer. Dann lüften wir das erstmal. Fluchtwege müssen gesichert sein. Ja, Aktionfreiheit vorteilhaft. Ja. So, Bett machen. Okay, hier habe ich alles geschafft. Okay, hier liegt noch was auf jeden Fall. Ich weiß, ich bin viel zu neugierig, aber man weiß ja nie. Lass sie stehen. Wir wollen die Privatsphäre respektieren. So, jetzt sein Zimmer. Kann ja eigentlich selber aufräumen. Okay, hier darf ich nicht runter.
Räume Todds Zimmer auf, beseitige die Unordnung, lüfte das Zimmer. Zack. Mach das Bett. Was liegt denn hier? Liegt verdammt viel rum. Jugendamt. Ich weiß nicht, was sie gelesen hat. Ah, noch ein Sportartikel. Ich glaube, den habe ich schon. Nee, den hatte ich schon nicht. Okay, wieder ein Magazin gefunden. Enthält hier Nepotin, Verhaltensstörungen möglich. Und eine Waffe. Mach sie zu. Das ist aber auch ein kleines Schweinchen. So, jetzt machen wir noch ins Bett und dann haben wir's. Hey! Wie ist sie? Ich glaube Alice heißt sie. Zack! Alles gemacht. Rede mit Alice. Dann machen wir das. Anscheinend brauchen wir nicht. Weg da! War er denn da? Ich will es gar nicht wissen. Hallo. Okay, verkrümelt sich gleich. Rede mit Alice. Was ist der denn hier oben? Du liest wohl gerne. Und sie malt gerne. Rede mit Alice. Hier ist noch das Buch. Alice im Wunderland. Alice im Wunderland. Natürlich. So. Freundlich. Wir waren bestimmt Freunde vor meinem Reset. Vielleicht können wir das wieder sein. Dein Vater sagt, von dir kommt mein Name. Kara. Klingt nett. Wie kamst du darauf? Du bist sehr still. Hab keine Angst vor mir. Okay. Ich sehe, du willst allein sein. Ich lasse dich in Ruhe. Und jetzt? Oh. Okay, ich dachte, sie umarmt mich, aber sie hat mir irgendwas gegeben. Hey.
Schlüssel für die Box. Schön, wie sie über das Buch steigt. Fragt Todd nach neuen Anweisungen. Oder wir öffnen erstmal. Ich bin ein bisschen neugierig. Ein Kleeblatt. Geschichte aufgemalt von Kara. Nicht wütend werden. So, ich soll nach neuen Anweisungen fragen. Das machen wir nochmal. Das hatte ich erwartet, dass der Typ mich schlägt. Aber sie hat das alles gesehen. Super. Toller Vater. Vater des Jahres. Was machst du da? Ich spiele. Du spielst. Ich weiß, was du denkst. Du denkst, dein Dad ist ein Loser. Hm? Ein scheiß Loser. Kriegt keinen Job, sorgt nicht für seine Familie. Glaubst du, ich hätte nicht alles Mögliche versucht? Was ich auch mache, jemand kommt mir in die Quere und versaut mir alles! Ich weiß, was du von mir denkst. Du hast mich. Du hast mich, oder? Sag es! Du hast mich! Wenn du so bist wie jetzt, dann ja. Gott, was mache ich denn? Tut mir leid, Süße. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich hab dich doll lieb, glaub mir. Hab dich ganz doll lieb. Was für eine Folge. Wahnsinn. Wahnsinn. Genial gemacht. So, wir gucken mal ein bisschen durch, ob wir alles geschafft haben. Angekommen sind wir. Öffentliche Meinung skeptisch. Alice ist zuverlässig. Da haben wir doch was Schönes geschafft. 96% haben wir abgeschlossen. Das ist mal ordentlich. Irgendwas habe ich hier nicht gemacht im ersten Stock. Mit Alice reden. Da ist irgendwo eins noch offen. Vielleicht den Staubsauger wieder zurücktun oder die Wäsche wieder zurücktun. Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Muss man mal erforschen. Nach oben gehen und so. Und oben haben wir zwei zusätzliche Wege entdeckt. Und zwar den Weg nach unten und die Waffe. Und damit haben wir die Folge hier zu Ende. Ich sage vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ich werde hier gleich die nächste Folge aufnehmen. Ihr seht es dann das nächste Mal. Und bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut. Ich freue mich drauf.